Der letzte Tag, die Automatica geht zu Ende. Doch auch heute haben wir für Sie noch einmal spannende Innovationen, Robotik und alles für die Produktion von morgen in unsere Daily Highlights gepackt. Here we go! Festo präsentiert den ersten pneumatischen Cobot. Die Direktantriebe in den Gelenken sind kostengünstiger und besonders leicht. Schwere Getriebe und teure Kraftmomentsensorik sind nicht nötig. Weniger ist eben manchmal mehr. Wenn es aber doch etwas mehr und schwerer wird, hat Knoll passende automatisierte Lösungen. Die stationäre Fördertechnik mit einem fahrerlosen Transportsystem ist speziell für sperrige und große Güter konzipiert. Ab 150 Kilo bis zu mehreren Tonnen. Kein Problem. Was tun, wenn man die Produkte, die man morgen produzieren will, heute noch nicht kennt? Zusammen mit Planarmotor macht Siemens die Produktion von morgen noch flexibler. Wir haben hier mit dem Planarmotorsystem eine neue Möglichkeit, in der Produktion Produkte zu bewegen. Um das Ganze unserem Kunden einfach zugänglich zu machen, brauchen wir eine gemeinsame Automatisierungsumgebung. Und die schaffen wir hier. Das heißt, der Roboter, das Transportsystem, die ganze Automatisierung läuft hier im Siemens-TIA-Umfeld. Die Service Robot City war 4 Tage lang das Ausstellungshighlight schlechthin. Die Einsatzmöglichkeiten werden immer breiter. Health, Hospitality, Retail, Work, Inspection und Monitoring. Service-Roboter haben mehr und mehr einen festen Platz in unserer Welt. Man sagt, der eine oder andere hat hier sogar schon seinen neuen Roboterkollegen getroffen. Denso stellt seine neuen Kubota Pro Cobots vor. Die Modelle kombinieren alle Vorteile eines kollaborativen Roboters mit der Performance von Industrierobotern. Eine neue Dimension für die Mensch-Roboter-Kollaboration. Neura Robotics hat in München eine Weltpremiere dabei. Der erste 7-Achs 35 Kilogramm Payload-Roboter. Perfekt zum Palettieren. Er ist kognitiv, kann also hören, sehen, fühlen und steckt voller künstlicher Intelligenz. Wenn sich die Aufgaben oft ändern, für ihn kein Problem. Robotik und Automation weit vorausgedacht. Menschliche und künstliche Intelligenz in Interaktion. Unsere Zukunft wird spannend. Unsere Daily Vision. Die Herausforderung wird sein, dass wir diese Werkzeuge, denn das sind sie ja, wirklich für das nutzen, was uns hilft, was unsere Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitert. Und deswegen ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns überlegen in der Gesellschaft, was ist eigentlich der Kern der Berufe? Wo wollen wir als Menschen draufbleiben? Was wollen wir nicht an die KI delegieren, selbst wenn sie es könnte? Und wo sagen wir, das kann übernommen werden? Wir freuen uns, Sie wiederzusehen. Bis bald auf der Automatica 2025.